So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner Let's Play Warriors Orochi 4. Wir machen weiter mit der Story und zwar, wie ihr hier seht, bin ich schon komplett fertig. Ja, ich habe es wieder mal geschafft. Ich habe keine Ahnung, was da schiefgegangen ist. Ich habe Part 17 halt draufgeladen und es war fehlerhaft. Ich habe keine Ahnung warum. Auf jeden Fall ist es gleich die erste. Moment, ich schau mal kurz nach. The Gods of Olympus. Ja, genau. Es ist gleich die erste Quest hier. Ich habe keine Ahnung, was da schiefgegangen ist. Ich nehme es jetzt da halt neu auf, damit ihr natürlich den Story-Verlauf halt weiter folgen könnt. So, viel Spaß. Oda Nobunaga no Shin o Shiri, Ryubira wa Ando shita. Oda gun, soshite Senkai no Joka to Nata mo kuwawari, Rengo gun wa sara ni seikyou sa wo masu. Shikashi, Bobi wo katameru mamo naku, Olympus no Megami Athena ga Uesugi no Honkyo ni semaru. Kami no Gunzei to no Tatakai ga Honkakuteki ni hajimarou to shite ita. 新たに敵の神が降臨した。その原因はやはり我らの腕輪にあるのでしょうか。違う。とは言えぬな。だが、そもそもその神がこの世界に来なければ何も尋ねることはできない。私たちにとってもあまりに手がかりが少なすぎるのだ。むしろ神が動いてくれてよかったよ。 ですが、この力を使えばまた敵が増えるかもしれません。なるべく頼らぬ方がいいのかもしれませんね。すまない。私が何も知らず不用意に腕輪を探させたせいで。ペルセウス殿のせいではありません。あなたはこの世界を救うため懸命に動いてくださっている。むしろ感謝しています。ねえ、早く行こうよ。 Okay, das wäre die Stage. Und wir beginnen sie auch gleich. So, mir hat auch wer geschrieben, und zwar der Angelo 1987. Die Skillpunkte, die du brauchst, um die Skillsfähigkeiten der Charaktere freizuschalten, bekommt jeder Charakter bei einem Levelaufstieg. Honda und was weiß ich, was du da alles da geschrieben hast für Namen, ich habe keine Ahnung, wie man die ausspricht, haben schon ein paar Skillpunkte. Ansonsten kann ich nur noch sagen, dass du ein Top-LP, also Let's Player, wieder mal von dir ist. Also Dankeschön. Also erstens einmal danke. Bist ein cooler Let's Player, zock selber auch viele Warrior Games und feier jedes deutschsprachige LP, was ich dazu finden kann. Also erstens einmal vielen Dank, dass du mich so bezeichnest. Oh. So. So, darf ich jetzt wieder? So, das werden wir jetzt ziemlich schnell machen. So, ja, okay, gut, ich habe nie eine Ahnung, wann ich da reden kann oder nicht, aber ich glaube, die sprechen eh immer permanent, oder? Ich habe ja keine Ahnung. So, warte jetzt mal, wo muss ich denn hin? Eh da durch. Erstens mal vielen Dank nochmals an dich, dass du mir so etwas schreibst. Ich feiere auch diese Warrior Games, das sieht man auch bei meiner Playerliste. Samurai Warriors 4, glaube ich, dann 4.2 habe ich aufgenommen. Jetzt der Warriors Orochi habe ich aufgenommen und was weiß ich nicht, was alles. Und ich kann dich ja vielleicht glücklich schätzen, ich weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall auch ein Let's Play von Attack on Titan machen. Und Berserk gibt es ja auch noch auf meinem Kanal, falls du das noch nicht gesehen hast.
ein sehr, sehr guter Anime, einer meiner Lieblingsanimes. Wo ich aber dann leider die Cutscenes nicht herzeigen darf. Das ist leider Gottes nun mal so. So, wartet einmal ganz kurz. Wie ist das gegangen auf Kreis? Jupp. Und auf den Charakter habe ich ja urlang gewartet. Es sind ziemlich viele Parts, falls du den auch noch hier sehen solltest, Angelo. Es sind ziemlich viele Parts. Ich glaube, er geht fast über 3 Monate. Das heißt, es sind extremst viele Missionen und ich habe sie alle aufgenommen. Alle habe ich sie aufgenommen. Das ist unglaublich. So, wartet. Jetzt muss ich da wieder retour. Wie geht das nochmal? Ah ja, genau. Zauber kann ich ja auch noch wirken. Das habe ich auch vergessen. Auch da mal durch. Na, da nicht entlang. Okay, gut. Wir müssen komplett zurück. Und 1987 bist du geboren. Ja, bist ein Jahr jünger als ich. Ah, das ist sowas. Ich hasse das. Moment. Wo ist das grüne Mistviech? Wo ist das grüne Mistviech? Da ist das grüne Mistviech. Ab geht's. Machen wir ihn mit ihm. Das macht nämlich ziemlich viel Schaden. Ja, genau. Machen wir mal den hier. Ich habe nur ein bisschen vergessen, wie die Steuerung funktioniert. Ich habe das ja schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Ah, okay, gut. So kann ich Charakter switchen. Ich habe schon viele Let's Plays auch schon aufgenommen. Ich habe bis Juli habe ich vorgesorgt. Und zwar mit Metro 2033 und Metro Last Light habe ich jetzt einmal aufgenommen. Und Television bin ich auch noch dabei, es aufzunehmen. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob ich das Endgame herzeige. Nämlich, ja, dafür braucht man halt stärkere Spieler. Also jetzt nicht, dass ich jetzt schwach bin in der Hinsicht. Aber manche verstehen das Spielprinzip leider nicht von dem Spiel. So, wie kann ich nochmal die Super-Ulti machen? Moment, ich drücke mal beides auf einmal. Nein. Kreis macht halt nur die normale Ulti. Mit X kann er springen. Wie ist denn das gegangen? Ah, es ist schon urlang her, dass ich das gespielt habe. Aber ist ja wurscht. Wir brauchen eh die Super-Ulti eigentlich nicht. So, wir müssen in die Mitte. Und ich glaube, ich gehe falsch. Moment, Moment. Nämlich, ich glaube nicht, dass da die Türen aufgehen. So, das habe ich mal gemerkt, wie ich das Pferd rufe. Das ist schon einmal gut. Aha, jetzt kommt doch da hinten einer. Vielleicht, sogar zwei, okay. Vielleicht funktioniert das, dass ich die zwei da ausschalte und dass dann die Tore da aufgehen. Moment, komm mal her da. Lauf nicht weg. Ah ja, genau, der kann das da. Das ist jetzt nicht wirklich sehr effektiv, aber es ist wurscht. Okay, gut, es ist sehr effektiv. Sie hat's überlebt. So, geht da jetzt eine Tür auf? Jawohl! Na, genau so wollte ich das. Ah, das ist die Map. Ist er weg? Ist er weg? Nein? Oder? Ist er weg? Ja, oh ja, er ist weg. So, Moment, wo ist der Nächste? Da ist er auch schon. So, ich weiß, wie man wieder die Super Ultimate macht. So, damit sich die auch natürlich wieder aufladet da. So, nehmen wir mal Kratos wieder. So, da soll ich her. Und? Aha, okay, okay. So, ganz kurz. Ich muss aber da bleiben, oder was? Moment, da vorne ist irgendwo ein grünes Viech, sehe ich da gerade. Ich glaube, das ist da hinten. Kann das sein? Warum
Da vorne steht das grüne Mistviech. Geh, lasst's mich da mal durch, bitte. Danke und ab geht's. Der macht aber wenig Schaden gegen den. Kokoso, zack. Was ist mit dir? Stirb, du Mistviech. Jawohl, schaut euch das an. Sehr, sehr geil. So, gehen wir da gleich weiter. Okay, gut, ich kann schon zum Boss. Ich kann schon zum Boss. Zwar ist halt die Frage, ob ich jetzt wieder so ein Zeitlimit habe. So, was ist mit dir? Du tust mich blocken. Weg mit dir. So, die Hauptmänner machen wir noch fertig. So viele wie gehen, natürlich. Ist er weg? Tatsächlich. Das geht ja urschnell. Aber ja gut, mir soll es recht sein. Die Charaktere sind auch schon ziemlich hochgelevelt. Oh, kommen immer mehr jetzt, oder was? Das hast du nicht blocken können, hä? Und jetzt bist du schon wieder weg. Tschüss, Papa. So, ich kann den Rage aktivieren. Das ist auch ziemlich nice. Moment. Das ist urmächtig. Er ist urmächtig. Ich weiß nicht. Ich spiele mit ihm urgern. Lange habe ich gewartet im Let's Play. So, Mistviech. Und ab geht's. So, dann gehen wir. Ich habe keine Ahnung. Irgendwer muss da runter anscheinend. Ich habe keine Ahnung. Holen wir uns mal das Pferd. Das Pferd habe ich auch nie, glaube ich, verbessert. Deswegen ist das auch so langsam. So, den da wollte ich eigentlich haben. Wie komme ich denn da hin? Gar nicht. Gut, dann machen wir mal die Kolosse da fertig. Ich drücke L3 und geht schon. Hau rein. Vielleicht reicht mal 2, das wäre super mit dem Rage. Ich habe alle 3 getroffen. Sehr mächtig. Sehr, sehr mächtig. Moment. Alter. Darunter bitte. Die müssen hier. Die wollen da runter, oder was? Moment, das wissen wir, wie wir das stoppen können. So, mal da ein Tradiwabal. Da hauen wir jetzt einfach mal drauf. Sind die beide weg, oder? Jo, sehr gut. So, Moment. Wenn ich da jetzt raufgehe, da kommt jetzt mein Kommandant runter, oder? Ja, sehr gut. So, da kommen gleich die nächsten. Dann machen wir gleich nochmal Tradiwabal. Vielleicht wird ihnen schlecht und das wäre cool, wenn sie speiben würden. Ah, bitte, flieg um und stirb. Oh, da kommt gleich der nächste, Moment. Okay. Da ist aber noch irgendwo einer, ja, genau. Und noch einer, okay. So, ich glaube, das war's, oder? Steppert, wie die Leute da einfach so hin und her fliegen. So, Moment. Pferd bitte. Oh, davon haben wir noch einen Base-Kapitän, sehe ich gerade. Base-Captain. Hallo. Und tschüss.
So. Ein Pferd bitte, danke. Da kann ich wieder nicht entlang, weil es wieder zu ist. So, wir müssen da nach rechts. Nein. Hier rein. Und hier können wir mal Super-Ulti zünden. Das sind viele Kills. Ja, okay. So, jetzt sollte da eigentlich das Tor aufgehen und die sollten da durchgehen. Jawohl, Gates open. Geht's durch? Da geht's hin. Oder soll ich da hingehen? Wir flüchten ja, oder? なんとか振り切れましたね。ジョカさんたち大丈夫でしょうか。彼女たちなら心配ないだろう。だがアレスがこのまま逃がしてくれるかどうか、その時は今一度力を合わせましょう。なあ、不思議だな。君たちとなら 乗り越えられそうな気がする。 Ja, das war's. Sehr gut. Stellt euch mal vor, der Part wäre nicht da. Jetzt die ganze Cutscenes und sowas jetzt nicht gesehen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt mit YouTube. いざという時のために船を用意しておいた甲斐がありましたね。急いで乗り込んでください。おお、これぞ天の助け。感謝するぞ、諸葛亮殿。追っ手がかからないうちに 急いで逃げましょう。やった。成功したか。Ja, das war's mit dem Part. Nochmals danke an dich, gell? Dass du mir geschrieben hast, das mit den Skillpunkten oder und sowas, das ja, bekomme ich dann irgendwann einmal später mit. Ich werde jetzt da ja, The Division weiterzocken. Und ja, ich hoffe, die anderen Parts werden ganz normal raufgeladen. Ich habe keine Ahnung, warum der Part extra da nicht raufgeladen worden ist. Deswegen nehme ich es neu auf. Ich habe auch für den alten Part habe ich über 20, also fast über 30 Minuten gebraucht. Jetzt sind es mit viel Gerede und hin und her nicht einmal 20. Auf jeden Fall vielen Dank auch an die anderen, die zugesehen haben. Ansonsten wünsche ich euch was. Macht's gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler.